Herzlich willkommen zum Spotlight Air im Juli mit dem Thema Summertime Special und meinem Gast Florian Kalnitz. Grüß dich, mein Lieber. Hi, Tio. Ne? Na, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Die Urlaubszeit steht bevor und du hast nämlich auch schon gebucht. Und jetzt ist die Frage, was passt noch in den Kofferraum, das ihr mit in den Urlaub nehmen könnt, um wirklich im Urlaub Spaß zu haben? Was fällt dir ein? Was sind wir in den letzten Wochen viel geflogen? Die Neuheit, genau. Wir haben ihn schon viel ausprobiert. Viele von euch haben ihn bestimmt schon zu Hause. Den X-Word. Also ein echtes VTOL-Flugzeug. Wir hatten die erste Lieferung quasi hier, haben ihn ausprobiert und wir waren irgendwie völlig begeistert. Richtig. Weil es echt super funktioniert hat alles und macht einfach Spaß. Genau. Klein, leicht, easy zu handeln. Den schwebst du indoor, absolut. Den fliegst du draußen im Flatten-Mode. Genau. Also wirklich ein Multifunktionsgerät, das in der Box kommt, in der Box im Kofferraum passt, da kannst du eine Tasche drauflegen, da kannst du deine Gitarre drauflegen, ich weiß nicht, was du das mitnimmst. Ja. Sonderkoffer, es ist völlig egal, die Box hält das aus. Lass uns einmal schnell reingucken. Genau. Das ist alles, glaube ich, noch. Hier ist Aufklebersatz drin, also es ist wirklich, man kann es hier sehen, ich will es jetzt nicht auseinanderreißen, aber hier ist halt wirklich was drin, eine stabile Stütze, der sitzt hier ganz fest drin, also die Verpackung hält wirklich was. Ich meine, ihr kennt das von den Produkten, wenn die sowieso zu euch nach Hause kommen, dass wirklich immer alles vernünftig verpackt ist, auch die größeren Flieger. Das heißt, man sich da eigentlich keine Gedanken machen muss um Transportschaden. Und ich sag mal, das ist vom Packen war es ja wirklich angenehm und fliegt super. Zwei S800 mAh Akku brauchen wir. Ja, ab 450 bis 800. Genau. Und dann geht's los damit. Genau, also zwei Versionen. Einmal BNF, einmal RTF. Bei uns im Shop oder bei unseren Händlern erhältlich. Von daher ein Must-Have in der Urlaubszeit. Geht los, ab Preis. Ab 159, ich muss spicken, 99. Genau, für die BNF-Version. Richtig. Okay. Und wo wir bei diesen Umverpackungen sind, die UMX-Modelle haben es auch. Und du kennst das, ich habe immer ein UMX-Modell im Kofferraum. Eigentlich zwei, eins für meinen Sohn, eins für mich. Ja. Und wir haben damit eigentlich jeden Tag auf dem Flugplatz Spaß, wenn die Sonne untergeht, wenn der Tag nicht so weiß, lassen wir es damit ausklingen. Und das ist im Urlaub optimal. Und was haben wir mit? Ja, was hast du uns mitgebracht? Wir haben einmal die Pits, den Klassiker. Jeder kennt eine Pits, also jeder, der Flugzeuge mag, mag eigentlich auch eine Pits. Zeitlos, ne? Doppeldecker, Kunstflug, alles das, was wir cool finden. Und ja, da ist sie ausgepackt. Sehr ausgepackt. Super schön detailliert. Das heißt, die Rippen sind hier so angedeutet von der Bespannung. Es ist eine richtige Bespannung hier von den Tragflächen drin. Hier vorne die Motorhaube kann ich aufmachen, um den Akku zu wechseln. Das war 280 2S, ne? So ist es. Genau, wie bei allen UMX-Fliegern. Ist also sehr universell. Und ja, kann ihn halt auch super in der Box da transportieren und brauche also nicht Angst haben, dass er mir da drin, also unterwegs kaputt geht, weil er passt hier einfach super rein, ist geschützt, hier kommen dann eben diese Bügel noch drüber aus Styropor und dann ist das Thema gegessen, also ist es fest und ja. Ich kann es halt überall mit hinnehmen. Ne? Ich nehme ein Ladegerät mit, ich nehme Sender im Senderkoffer mit. Ja eben, genau. Total komfortabel. Ja. Und du bist schon mal in einem Mantrang geflogen, hast du mir vor der Sendung erzählt. Genau, da hatte ich mal das Vergnügen, da ein paar Stunden drauf zu fliegen auf der Pizzas 1. Tja. Ich glaube, darum beneiden nicht alle Modellflieger. Ja, aber wenn man sich das vorstellt, ich meine, man sieht es ja auch, also diese Haube, die ist hier tatsächlich etwas zu groß drin. Also wenn ich da drin sitze, dann gibt mir die Haube wirklich das, der Kopf fast dran. So eng ist das. Okay. Also es ist wirklich, und ich bin über 1,90 groß, aber es ist schon krass da drin. Ja, es ist schon, also es gibt schönere Flugzeuge. Okay. Zum drin sitzen. Zum Fliegen ist großartig, gibt es keine Frage, aber zum drin sitzen. Aber es ist halt ein Kunstflugzeug, da soll man ja nicht mit Reisen, sondern man soll sich ja da drin wehtun. Ja, toll. Ich habe auch einen Preis dafür. Der Preis ist 139,99 für die BNF Basic Version. Ja. Also super. Und die vor allem sieht auch total schick aus. Weißt du, wo sie bei mir zu Hause steht? Na? Rechts vom Fernseher. Ach, was? Nie geflogen, steht einfach nur da zum Anschauen. Weil sie einfach gut gemacht ist. Ja, da haben wir früher von geträumt, sowas Kleines genau. In diesen Dimensionen fliegen zu können. Genau. UMX haben wir noch mehr. Champ S Plus für alle, die noch einsteigen wollen oder die ihre Kinder vielleicht im Urlaub ranführen wollen, weil sie da mehr Zeit haben, weil sie nicht arbeiten müssen. Champ S Plus mit den Features Safe und Safe Plus, also sogar im Geofencing, dass das Modell nicht aus dieser Box rausfliegt. Ah, das heißt, er kann nicht wegfliegen, ja? Sondern er macht ein GPS und läutert dann quasi da drin, fliegt einfach und kann nicht wegfliegen. Okay, so ist es. Super. Genau. Und Safe natürlich, das heißt, das Modell stabilisiert sich, wenn du nicht ganz sicher bist. Genau, kann nichts passieren. Macht die Pizza das auch? Die Pizza macht das nicht. Die Pizza hat das nicht, ne? Okay. Genau.
Gut, der Champ kostet 199,99, haben wir hier auf dem Zettel, genau. Tja, gut. Jetzt kommen wir zu einer Sparte, mit der ich dich wahrscheinlich nicht kriege. Ich habe eigentlich auch immer einen dabei. Ich habe einen auf dem Nachttisch stehen, wenn meine Kinder da sind. das ist der Enductrix, okay, als RTF. Und den Enano QX haben wir dabei. Es sind zwei Klassiker von Blade, von Horizon Hobby, die es schon seit etwas längerer Zeit gibt. Aber es sind einfach zeitlose Klassiker. Die Modelle haben eine lange Flugzeit, deutlich länger als die Version mit Kamera. Und deswegen haben wir hier extra die Version ohne FPV aus. Akkus sind ja überall die gleichen. Die 1S 3,7 Volt, 150 mA. Ja. Und ja, die gehen hier überall rein. Wie gesagt, der Nano QX, klein, leicht, robust. Hat diese Popguards hier auch außen dran. Das ist alles aus relativ weichem Kunststoff gemacht. Man kann das sehen. Das heißt, dadurch wird das halt sehr robust. Ne? Der hält richtig was aus. Genau, die sind auch kurzflug. Also damit kann ich auch über Kopf gehen, oder? Genau, der hat hier beide Kopter haben eine Safe-Funktion. Aber haben auch einen Akkumodus. Das heißt, die kannst du umschalten, okay, und dann machen die auch richtig Strecke. Okay. Gerade wenn du draußen fliegst, wenn du ein bisschen mehr Wind fliegst, kommst du damit auch gut gegen. Ah, das macht er schon mit ein bisschen Wind noch. Ja, okay. Und vor allen Dingen hat der Nano QX eine super Flugzeit. Mit dem 150 mAh Akku. Ich meine, also geschätzt Gefühl, gute 8 Minuten würde ich jetzt einfach mal aus der Hüfte. Ja, das ist schon ordentlich, genau. Genau, wenn Akku leer ist, das Ladegerät ist auch dabei. Richtig, USB. Wenn du am Strand liegst, hast ein Notebook dabei, schiebst das Ding rein. USB-Ladekabel, genau. Also völlig stressfrei, brauche ich auch nichts mitmachen. Genau. Einfach mal. Ja, viele Autos haben ja heute auch schon USB-Schnittstellen drin, falls es nicht. Oder ich meine, Handy-Ladegerät hat eigentlich jeder mal dabei heute. Ne? Das ist ja auch interessant. Okay. Genau, das gleiche als Enductrix. Ganz kurz, was kostet der? Der Nano QX kostet als BNF-Version, also ohne Fernsteuerung, so wie er ist mit der Schachtel, 59,99. Spitzpreis. Also, da brauchen wir uns wirklich keine Gedanken machen. Ne? Passt ins Handschuhfach? Ja, absolut. Ja. Must have. Das passt da wirklich. Ja. Genau, hier haben wir nochmal die RTF-Version vom Enductrix. Davon kann man das nicht sehen, da fällt schon die Hälfte raus. Genau, aber hier ist halt wirklich alles selber auf. Die Akkus für den, die Batterien für den Sender, Ladegerät für den LiPo-Akku, das ist wieder der gleiche 150 1S, dann der Copter selber und noch eine Haube dazu, falls ihr irgendwie zu zweit seid, damit man sie halt auseinanderhalten kann. Und er kostet 74,99 komplett. Komplett. Das heißt, du musst nicht mal mehr zu Hause durchsortieren. Nein, du kaufst die Box, du legst ins Auto, packst im Urlaub aus und du kannst direkt losfliegen. Ja. Total toll. Ja, mega. Okay. So, jetzt haben wir gehabt VTL, irgendwie so ein Mix, ne? Wir haben Flächenflieger gehabt, wir haben Kopter gehabt, jetzt fehlt noch irgendwas mit einem Drehflügel. Ein Drehflügel? Ja. Da haben wir was Kleines. Den kennt ihr schon aus unserem Unboxing Light vor einiger Zeit. Da haben wir ihn detailliert vorgestellt. Hier wollen wir nochmal in Kürze drauf eingehen. Das ist der Blade 120S Flo. Dein Turn. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ne? Ich meine, das ist ja ein Klassiker, gibt es ja wirklich schon ein paar Tage. Chassis aus vernünftigen, dicken Kunststoff gefertigt, das heißt auch robust. Wird auch mit 1S geflogen, ist Fixed Pitch, also sprich Drehzahl gesteuert. Aber wirklich gut zu manövrieren. Also nicht so, wie man so denkt, diesen Koax-Charakter, ne? Dass es halt ziemlich schwammig ist oder so. Also der Fliegflug ist ja direkt und wird auch ziemlich fix. Da hinten Kohlefaserrohr zum Heckmotor. Und ja. Safe-Technologie. Stimmt, das war ja ganz auch richtig drin, genau. Also das heißt, in dem Fall kann ich auch wieder, wenn ich den Knopf drücke, wumms, bleibt er stehen in der Luft und er rasselt mir dann nirgends rein. Ne? Ganz genau. Gibt es als BNF, gibt es als RTF-Version, je nachdem, wie ihr es haben wollt, entweder mit Sender oder auf den eigenen Spektrumsender binden. Mhm. Gar kein Problem. Was macht denn aus, eine lange Flugzeit, hast du gesagt? Ja, also irgendwas zwischen 8 und 10 Minuten haben wir sicher. 500 mA, schleppt ihr auch mit. Ja, genau. 1S 500 mA, richtig, genau. Und kostet? Preis noch? 149,99. Als RTF, also mit Sender. Also auch alles dabei. Ja, genau. Kaufen, im Urlaub aufmachen und fliegen. Und loslegen. Ja. Perfekt. Die nächste Version etwas kleiner. Blade MSRS. Auch als RTF-Version mit Sender. Mit. Genau. Also im Prinzip der kleine Bruder von dem 120er. Auch Fixed Pitch, das heißt Drehzahl gesteuert. 1S, 150 mA, richtig, wie aus dem Enductrix. Das heißt, hier ist das Schöne daran, dass ich ja, wenn ich jetzt die kleineren Modelle habe, die ja über die ähnlichen Akkus verfügen oder über die gleichen, habe ich ja ruckzuck irgendwie eine Handvoll Akkus zusammen und kann die halt untereinander tauschen. Das heißt, ich habe ja ewige Flugzeit teilweise, ja, und kann halt viele Flieger mit dem gleichen Akkusystem fliegen und muss halt nicht tausend verschiedene Akkus haben. Ansonsten vom Aufbau her auch robust gemacht. Das ist alles nachgiebig, das heißt, es bricht auch nicht kaputt. Wenn ich jetzt irgendwo reinfliege, auch die Rotorblätter, man kann das schön sehen, das ist alles vernünftig gemacht.
Und ja, das ist der MSRS RTF. RTF heißt dann wieder mit Fernsteuerung. Ready to fly mit Genau. Fernsteuerung, mit Akku, mit Ladegerät. Genau, für 139,99. Und theoretisch könnt ihr euch auch das RTF-Set kaufen und mit der Fernsteuerung auch noch den Nano QX fliegen. Ja klar, logisch, kannst du drauf So. binden und Thema Genau. erledigt. Ja, genau, absolut, ja. Wunderbar. Jetzt haben wir Drehflügler abgearbeitet. Copter hatten wir. Urmix-Modell hatten wir. Irgendwas ohne Motor fehlt noch. Ohne Motor. Schreiben wir auch noch was. Von Stauffenbier. Den DLG von Stauffenbier. Ein Diskuslaunch leider. Du hast eine Geschichte dazu zu erzählen. Also ich war in Süddeutschland bei einem Freund und er sagte dann, ja, komm, wir gehen eben in das Haus und werfen den Segler mal. Und das war halt genau der. Und ich habe mich total blamiert. So. Ich habe es nicht hingekriegt. Noch was? Ich habe den, also in allen möglichen Positionen kam der aus diesem Dorf raus, so nicht so wie ich wollte. Meine Schulter tut gefühlt heute noch weh. Und ich habe, wir haben am Boden gelegen. Es war großartig. Ganz echt megamäßig viel Spaß. Mittlerweile klappt es auch. Wir machen ein Tutorial übrigens. Falls du es auch nochmal richtig erlernen möchtest, Okay. muss man den YouTube-Kanal bei uns Okay. reingucken. Wir haben ein Unboxing Light von dem Stauffenbiel DLG und dort haben wir halt auch das Tutorial von den Jungs von Flightworkman aufgenommen, die einmal diese Schleudertechnik einmal erklären. Oh, großartig, weil da Also ist ohne wirklich, also Muskelkater ja, perfekt, ist weil man das ist wirklich ein wirklich, bisschen also doof. man muss es einmal gezeigt kriegen und das ist ein bisschen Übung und dann, aber es ist wirklich großartiger Spaß. Was fehlt hier? Ich brauche noch einen Ein Empfänger und einen Empfänger Akku. und ein Akku, genau. Dieses, die Stromversorgung als solches, die EC ist glaube ich Die drin, EC ist drin, für genau, 2S, für genau. 2S. Das heißt, welche Größe brauche ich? Irgendwie 300 mA, 350 mA, 350 mA, Diamond, genau. ja. Super. Ja, und dann ansonsten kann ich den ja auch so mitnehmen, weil der, die Verpackung ist ja auch gleichzeitig wieder Transportbox, ne? Richtig. Das ist da dieser Tragegriff dran, sag ich mal. Richtig, der ist hier. Genau, das heißt, ich kann es schön auch vernünftig transportieren wieder und alles easy. Und jetzt kommt es zum Preis von 109,99 €. Ja, also das ist echt ein immer dabei Das Heft immer Gerät, ja. mitnehmen, immer dabei, haben Schraubenzieher dazu, dass man ihn montieren kann. Klar, Und es kann ja, losgehen. mega gut. Ja, dann haben wir das Thema Summertime. Summertime ist für uns auch immer Wasserflug. Da ist es wirklich nicht kalt, da kann man auch an See gehen, da kann man im Urlaub, sind viele am See in Skandinavien oder in Südeuropa. Wasserflug. Wir haben die Cessna, die Carbon-Zelt Cessna auf Schwimmer gesetzt. Wir haben den E-Flight Valiant auf Schwimmer gesetzt. Wir haben die Stauffenbiel Seawind eingepackt und wir sind einfach mal am See gefahren und haben das einfach mal ausprobiert, um die Stimmung ein bisschen zu transportieren, um euch die Produkte zu zeigen. Schaut einfach mal rein. Viel Spaß. Viel Spaß. Das war unser Summertime-Video. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch beim Zugucken. Klickt rein, nehmt unsere Produkte mit in Urlaub und habt genauso viel Spaß. Und dann, Flo, haben wir noch ein Event demnächst vor der Tür stehen. Das ist nämlich unser Air Meet.
am 19. und 20. August in Genderking. Und ganz neu, auf unserer Facebook-Seite habt ihr es vielleicht schon gesehen, wir organisieren auch ein kleines Race Meet dazu. Floro, worum geht's dabei? Race Meet, klar, also es hat was mit RC-Cars zu tun. Was einfach noch dazu kommt zur Fliegerei natürlich, um einfach noch mehr einfach euch an diesem Wochenende bieten zu können. Das bedeutet also eine richtige RC-Car-Rennveranstaltung, ein vollwertiger 1:8 Racetrack, also ernsthaft ausgebaut. Anmelden können die Jungs sich über Facebook. Richtig. Das heißt, geht auf unsere Facebook-Seite, meldet euch dort an und dann treten wir mit euch in Kontakt und klären die Einzelheiten. Und ja, euch lockt sozusagen echt irgendwie ein Publikum von mehreren hundert, wenn nicht sogar 1000 Leuten, die wirklich da sind und sich dieses ganze Spektakel halt das ganze Wochenende, was ist ja das ganze Wochenende Programm? Ja. Ja, also um es in meinen Worten auszudrücken, richtig Vollgas. Ja, ja. Und allgemein zu der Veranstaltung, natürlich auch zu jeder anderen Veranstaltung, die wir machen, gibt es die Infos auf Facebook. Ganz genau. Da also sind wir tagesaktuell, könnt ihr reinklicken, wie gesagt, abonniert die Seite und dann habt ihr da immer alles, was ihr von uns kriegen könnt. Genau, das Race Meet ist eine vollwertige Veranstaltung neben dem AMI, wo wir auch total viele Highlights haben. Also das wird ein super dichtes Programm von Highlight an Highlight. Und Juan Pablo Montoya ist da. Florian, er wird Juan Pablo Montoya betreuen in der Zeit und wird sicherlich viel Spaß auf dem Race Meet haben. Der wird sicherlich mal vorbeischauen. Also wir sind uns in der Vergangenheit schon mal über den Weg gelaufen und ist ein guter Typ. Also okay. Und wir werden da ein bisschen unterwegs sein und ja, ihr könnt euch freuen. Also es wird spannend werden. Super. Wir haben noch was auf Facebook. Eine Geschichte haben wir noch auf Facebook. Mit einem Produkt, das wir schon gezeigt haben. Die X-Word Challenge. Wirklich auf Facebook gesehen. Da hat die schon was geflogen. Genau. Ich habe sozusagen den Vorturner gemacht. Nichts Anspruchsvolles. Guckt es euch an, die sogenannte X-Word Challenge. Fliegt diese Aufgaben nach, postet davon das Video auf unserer Facebook-Seite und wenn die ganze Challenge durch ist, es gibt also mehrere Challenges, die nach und nach immer veröffentlicht werden, verlosen wir natürlich was. Also es wird am Ende des Tages einen Gewinner geben und der Gewinner kriegt von jeder Challenge gibt es einen Gewinner, der gewinnt ein Inductrix FPV Pro in der BNF-Version. Genau, ich nehme ihn nochmal kurz. Du darfst ihn nochmal zeigen, das ist schon... Ja, also der kleine schwarze Bruder, Chassis ist nochmal verstärkt, die Kamera ist auch im schrägen Winkel jetzt drauf, ja, dass man also auch ein gerades Bild hat, wenn man mit Vollgas vorwärts fliegt. Stärkere Motoren sind auch drin, also ist ein echt cooler Gewinn, der wirklich Spaß macht. Und ja, können euch nur die Daumen drücken und euch bitten mitzumachen bei der Challenge. Wir haben noch einen Gesamtgewinn. Gesamtgewinn auch noch. Den Inductrix FPV Pro gibt es für jede Challenge. Wird der unter den Teilnehmern verlost? Richtig. Und von unter allen Teilnehmern, von allen Challenges, verlosen wir noch ein Convergence. Ach, guck. Cool. Jetzt kommst du. Gut, okay. Also. Du bist ausgeschlossen, du hast den Vortor lang gemacht. Ja, das stimmt. Ich bin leider raus. Das heißt, ihr müsst es einfach nur besser machen, was, glaube ich, nicht ganz so schwer ist als ich. Und ja, viel Erfolg dabei, viel Glück und wir sagen bis bald. Ja, genau. Wir wünschen euch eine schöne Urlaubszeit. Das war schon mit unserem Spotlight-Special zum Thema Summertime. Schöne Urlaubszeit, kommt gesund aus dem Urlaub wieder und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.